Hey, ja, meine Lieben, heute machen wir nichts herin, machen wir nichts am Grill. Heute geht es um Gartenarbeit. Es wurde in der Vergangenheit immer wieder mal gewünscht, dass ich mal was vom Garten zeigen soll. Ja, ich war jetzt heute beim Shoppen. Morgen gibt es dafür ein gescheites Grillvideo wieder mal mit was richtig, richtig geil. Und ja, wenn ich beim Shoppen bin, bringe ich mir meistens Arbeit mit nach Hause. Ja, und das artet heute in Gartenarbeit um und dazu nehme ich euch heute mit hinter und ich wünsche euch viel Spaß, mir beim Buckeln zuzugucken. Ja, und im Laufe des Jahres dann werden wir immer wieder mal dahinter kurz gucken und schauen, was das Grünzeug so macht. Ja, genau, so machen wir das. Ich schlürfe jetzt aber erst meinen Kaffee, lass noch ein privates Video kurz durch und dann sehen wir uns draußen, weil das Zeug steht alles vorne und dann gehen wir hinter. Genau. Keine Zeit verlieren heißt die Devise. Bin immer noch am Kaffee schlafen, drin rödelt mein Video, was ich gesagt habe. Ja, das erste, was ich hier jetzt angesetzt habe, wo ich ja eigentlich schon einen Monat zu spät bin, ist Zuckermais. Sollte das alles was werden, dann kann ich zu einer Maisparty aufrufen. Direktsaat wäre April bis Mai gewesen, also einen Monat zu spät sozusagen. Egal, schauen wir mal, was draus wird. Wollte letztes Jahr schon einsetzen, irgendwie nichts draus geworden. Haltbar steht drauf bis 23, also sollten die noch aufgehen. Die habe ich gestern alle in so kleine Torftöpfchen eingesetzt. Sogar bei der Bananenschaude da um vorne habe ich was reingeschmissen. Zwecks der Gaudi. Und naja, also die kommen dann irgendwann einmal dann in 2-3 Wochen noch hinter. Und was ich mir jetzt heute eingekauft habe, das steht da drüben. Gehen wir einfach hinüber. Ja, ich habe mir gekauft Pflanzkartoffeln, blaue Sandgaller. Sind nicht viele. Einfach zwecks Spaß an der Freude. Wenn ich mich nicht irre, sind die eigentlich auch schon fast einen Monat zu spät dran, aber die keimen ja schon schön in der Packung. Dann noch 10 Pflanzkartoffeln Ramona. Und da bin ich ja wirklich gespannt, ob das was wird da hinten. Dann habe ich hier eine grüne Zucchini, eine gelbe Zucchini. Hier habe ich noch Gurken. Und ich bin ja gespannt, ob wir dieses Jahr die Drecksschnecken wieder alles zusammenfressen. Dann habe ich hier ein paar Kohlrabis zum Schrecken von meinem Schatz. Dann wollte ich endlich mal an Porree, an Lauch ausprobieren, ob der was wird. Keine Ahnung. Ja, und hier hinten noch ein bisschen Salat. Und das werden wir dann erst einmal hinten mein Pflanzeck bearbeiten. Das sieht mal richtig wüst aus. Und ja, da gehen wir jetzt hinter. Aber vorher werde ich wahrscheinlich noch Rasen mähen und umgraben etc. pp. Und dann können wir das Pflanzen anfangen. Tja, hinten werden wir, da ist der Naschibaum. Ein paar Naschibirnen hängen schon dran, klitzekleine. Und ich würde sagen, ich muss jetzt erst einmal wirklich ein bisschen Rasen mähen. Was habe ich heute so vor? Dieses Eck noch endlich bereinigen, dass man da auch mal wieder ordentlich mähen kann und laufen kann. Meine Bananen, das Bambusfeld. Tja, und das ist das, was uns von unserem Gemüsebeet noch übrig geblieben ist. Das werde ich heute erst einmal ordentlich umgraben, umackern und soweit vorbereiten, um dann das Zeug einzusetzen. Im Gewächshaus. Der große Buschel hier. Was war das jetzt? Wie heißt es? Rosmarin. Tomaten. Soweit das Auge reicht. Eine Gurke haben wir schon herin. Hier kommen noch die anderen zwei Gurken hin. Und hier haben wir wieder Tomaten. So werde ich mir jetzt erstmal den Rasenmäher schnappen.
hier erst einmal kurz drüber mähen. Ja, und dann Gerät holen und den Mist hier ein bisschen umgraben, auflockern. Schauen, ob ich noch einen Torf oder irgendwas da habe zum Untergraben. Ja, und dann geht es halt weiter. Also brauche ich jetzt erstmal ein bisschen, um das alles zu mähen, weil das geht ja bis dahinter. Und schon entwickelt sich das alles zu einer archäologischen Grabung. Also ich tue jetzt erstmal die Mittelsteine raus. Hier drüben haben wir noch so eine Unkrautsperre damals drin gehabt. Kommt alles raus. Dann werde ich erstmal die oberste Schicht raus und weg. Und ja, dann schauen wir weiter. Eventuell fahre ich jetzt nochmal schnell und hole noch einen Torf, weil da ist keiner mehr da. Naja, weiter geht's. Och, Scheiße, Mann. So Leute, ich war jetzt auf Shoppingtour und für den Garten hinten und naja, schauen wir mal, was ich alles eingekauft habe. Schatz wird wahrscheinlich dann irgendwann nochmal sagen, ich bin immer ganz recht im Kopf, aber egal. Jo, mit der Huddel habe ich es geholt. 225 Liter Ballentorf, jeweils ein 60 Liter Sack mit Pflanzerde. Ja, und die werden wir nachher dann dahinter bringen und umgraben. Aber wie gesagt, nicht per Hand. Ich habe mir noch so eine elektrische Gartenhacke gekauft. Habe ich stehen sehen, ist recht klein, gerade richtig für da hinten. Und ja, das Gewächshaus kann man dann im nächsten Jahr mit dem Ding nämlich auch durchfahren. Ja. So bequem wie möglich. Mhm. Aber jetzt werde ich erstmal die obere Schicht abgraben und wenn das soweit ist, die Maschine aufgebaut etc. pp. Hole ich euch wieder dazu. Ob ich das heute noch alles schaffe, keine Ahnung, wie immer. Leute, und während ich hier eine Schubkarre nach der anderen wegschaufel, hockt der vollgefressene Baggerfahrer mit der Nachbarn wirklich direkt hier drüben und labert mich die ganze Zeit blöd an. Hey, das ist doch absolute Frechheit, oder? Es darf doch nicht wahr sein. So Leute, das ist jetzt komplett ausgegraben. Auf alle Fälle mindestens so eine Schicht überall. Ja, so eine Steinstärke. Und ihr glaubt gar nicht, was das Arbeit machen kann. Wenn man so Blät, Gemüsebeet mal 2-3 Jahre nicht wirklich bearbeitet hat. Katastrophe. Zuletzt waren da ja bloß schnell Zucchinis, Neipflanzen und gut ist. Aber egal, jetzt haben wir es einmal wieder gescheit. Und ja, dann schauen wir, was wir nächstes Jahr damit machen. Ich werde jetzt noch die Hacke zusammenbauen. Da nehme ich euch noch mit. Und danach werde ich das Video hier beenden, so den ersten Teil. Und morgen geht es dann nämlich weiter. Aber jetzt brauche ich erstmal was zum Essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Wir müssten es mittlerweile 6 haben oder sowas. Naja, mache ich mal halt eine schnelle Dose auf. Und ja, wie gesagt, morgen mache ich ein gescheites Grillvideo. Ey, also das wird der Hammer. Ja. Also bevor ich jetzt was mir zum Essen mache, muss ich das Ding jetzt einfach mal auspacken. So viel zum Zusammenbauen ist es ja nicht. Die zwei Bügel eigentlich bloß hinschrauben, Kabelhalter und dann war es das. Aber die Frage, was sich mir immer noch stellt, wenn ich den Motor da einbaue, wo mache ich dann den Tank hin? Fertig zusammengebaut, dann schnappe ich mir Stromkabel, Verlängerungstrommel und dann gehen wir raus hinter, weil das muss ich heute noch ausprobieren. Wir haben es mittlerweile 6:30, ja, geht schon noch.
mal sehen, ja. Also, mir wäre natürlich so eine richtig schöne Benzinhodl auch lieber gewesen, aber was willst du für das Geld anders erwarten? Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob es funktioniert oder nicht. Sehen wir gleich. Eine richtige Dreckfräse. Geil. Ja, ein paar Hinterbliebenschaften sind auch noch drin von der Folie. Also Leute, ich mache das jetzt fertig, ob heute oder morgen, keine Ahnung. Ja, heute mache ich noch ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen. Und nachher zeige ich es euch wieder, wie immer halt. Leute, hätte ich das gewusst, wie gut es mit so einer Dreckhuddel geht, hätte ich mir schon längst eine gekauft. Aber naja, ihr kennt es ja, wenn da immer jemand da ist, wo sagt, braucht man nicht. Ja, dann lässt man sein. Ja, gut. Ich glaube, ich gehe bloß noch alleine einkaufen. Für heute mache ich jetzt Feierabend. Morgen wird dann der Torf und die Erde eingearbeitet und auch mit der Dreckhuddel untergerührt. Aber das seht ihr dann, ja, im nächsten Teil. Ich mache jetzt Feierabend, kein Bock mehr, keine Lust mehr, keine Nerven mehr. Aber soweit ist es gut vorbereitet. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis morgen. Hey, da mache ich morgen zwei Videos. Oh Mann.